Wenn ich mit der Lippenschwingung. Da brauche ich wirklich nur 200-300 Gramm sozusagen. Wenn ich den Ton schöner spiele, dann tue ich doch meistens 300-400 Gramm. Aber das spürt man eigentlich nicht wirklich als Druck. Ja? Also im tiefen Register bis zum E2 oder so, da verwende ich kaum Druck. Man sieht dann aber selbst bei den guten Leuten, dass man die zweite Hand dazu nimmt, wenn es mal über das E2 geht, dass man eben eine gewisse Andruckkraft braucht, weil man einen höheren Luftdruck braucht zum Spielen und dann muss man es eben auch besser abdichten. Das heißt, beim E2 fängt es an, dass man so über ein Kilo drüber kommt. Das ist das E2. Und das E2 habe ich jetzt da mit 15, also mit 1,5 Kilo gespielt. Das ist jetzt für die Lage fast das, was man braucht. Wenn man sich jetzt nur darauf konzentriert, kann man es auch mit 1 Kilo spielen. Aber wenn man sich sicher sein will, dann verwendet man eigentlich so eine Kraft. Ich kann aber eben den gleichen Ton auch, wenn ich abgeblasen bin, noch mit mehr Druck spielen. Da verwende ich für den gleichen Ton schon fast 3 Kilo. Ja? Das heißt, ich kann einen Ton mit viel oder weniger spielen und dieses Messgerät hilft einfach objektiv zu sehen, jetzt drücke ich mit der und der Kraft. Diese Kraft steigt an, bis je höher man spielt, aber sie verändert sich auch je nachdem, wie stark man abgeblasen ist. Ich habe viele Trompeter mal gemessen, wie stark drücken die an und man sieht eine Kurve. Bis zum C2, E2 variiert es von 500 Gramm bis 800, 900. Das heißt, es ist eine kleine Spanne, aber über dem E2, da kann man den gleichen Ton mit wenig viel, sehr viel und extrem viel Anpressdruck spielen. Und eben es macht wie bei einem G2, den kann ich mit 1 Kilo spielen, den kann ich aber eben auch mit 3, 4 Kilo spielen. Und der ideale Druck ist entsprechend der Kurve hier. Da könnte man zeigen, dass man versucht, unter dem Median zu bleiben. Das heißt, die Hälfte der Leute verwenden mehr Druck, die Hälfte der Leute verwenden weniger Druck als dieser Wert. Und wenn ich schaue, dass ich hier ein bisschen unter dem Medianwert, im Mittelwert bleibe, dann bin ich auf der niedrigeren Seite. Und wenn ich merke, dass ich jetzt wirklich schon sehr viel Druck brauche, dann macht es Sinn, einfach ein bisschen eine Pause zu machen und vielleicht auch mal drauf zu achten, kann ich mit der Luft mehr machen, und weniger Anpressdruck nutzen.